Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren. Hier ist wieder Knochen. Heute fahre ich den St. Louis Kreuzer. Ich weiß gar nicht, ob das ein, ich schätze mal, es ist ein mittelschwerer Kreuzer. 1906 in Dienst gestellt. Ich glaube, das ist das älteste Schiff hier überhaupt in dem Spiel. Ich glaube, danach kommt die Dresden. Aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist das älteste Schiff, welches ich bisher hier gesehen habe. 1906, mein Gott, das ist vor 110 Jahren in Dienst gestellt worden. Kann man sich kaum vorstellen. Ich habe 14 Einser-Rohre, 152 mm. Und als Sekundärbewaffnung 18 Einser-Rohre, 76,2 mm. Und fahre maximal 22 Knoten. Das ist wirklich nicht schnell. Deswegen, eigentlich bin ich die meiste Zeit wirklich auf Volldampf unterwegs. Und, achso, ja, maximal 10,4 Kilometer Reichweite habe ich hier mit meiner Artillerie. Ich liebe dieses Teil, muss ich ehrlich sagen. Selbst wenn ich mich jetzt hier schlecht schlagen würde, ich habe so viele Runden gehabt, da habe ich. Ich habe die Runde davor 5 Kills gemacht. Ich habe auch einen Screenshot davor. Und davor die Runde, oder die davor, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, hatte ich 4 Kills gemacht. Und da habe ich auch einen Screenshot von, also, ne, falls ihr Beweise braucht. Also wirklich richtig geil, weil die Feuerrate einfach bestialisch ist. Das muss man dazu sagen. Denn ich kann ja, wie schon erwähnt, 14 mal schießen. Das heißt, wir haben ja an der Seite, auf jeder Seite haben wir 12 Rohre. Und dann haben wir hinten und vorne, also am Bug und am Heck, je noch eins, die sich natürlich immer mit in die Richtung drehen. Das heißt, wenn man linke oder rechte Breitseite schießt, hat man immer 14 Geschütze bereit, die also feuerbereit. Und die schießen natürlich so im Intervall, dass wenn man das letzte abgeschossen hat, ich glaube eine knappe Sekunde danach, ist schon wieder das erste bereit und man kann eigentlich fast permanent schießen. Das ist natürlich richtig heftig. Nachteil ist, die Panzerung ist hier nicht sonderlich stark. Man hat ja eigentlich nur einen Panzergürtel drum. Das ist noch vor der Dreadnought hier. Ist klar, ist noch vor dem Ersten Weltkrieg gebaut worden, das Schiff und zu Wasser gelassen. Von daher braucht man da wohl nicht allzu viel erwarten. Also panzerungstechnisch, obwohl ich schon einige wirklich heftige Treffer ausgehalten habe. Aber es ist natürlich blöd, wenn man Pech hat und wirklich Treffer als Magazin bekommt, dann ist man hinüber. Und ja, ansonsten habe ich jetzt keine Torpedos hier, ist klar. Die Flugabwehr war im Original natürlich nicht mit bei. Ist jetzt hier mit bei. weil sie ja nachgerüstet wurden. Klar, die waren ja auch noch im Einsatz im Ersten Weltkrieg. Oh, hier haben wir einen. Der brennt auch schon. Ich kann jetzt leider nicht alle Geschütze feuern, aber voll daneben. Es ist wirklich heftig. Es ist wirklich heftig. Wenn ich jetzt alle feuern würde, würde man die ganze Zeit nur ein Gewummer hören. Wirklich bestialisch. Und jetzt hier sieht man auch schon, dass die Feuergeschwindigkeit unheimlich gut ist. Ich versuche mich leicht zu drehen. Ich will nur nicht gegen diese scheiß Insel fahren. Den Brand. Ich will schon meinen ersten Kill holen. Das ist... Also ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich begeistert von dem Teil. Ich habe wirklich viele Kills damit geholt. Ich habe insgesamt in kürzerer Zeit mehr Kills mit dem Teil geholt als mit anderen Schiffen. Klau mir den nicht, klau mir den nicht, Mann. Fuck. Gut. Zerstörer. Ich könnte mir vorstellen, was er versucht. Aber er macht es dann doch nicht. So, die interessieren mich hier auf der Seite erstmal nicht. Gut, die Kolberg. Würde in Reichweite sein gleich, aber ich muss auf diesen Zerstörer hier achten. Bakatake, oh, 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 ich seh's. Zack, gehen wir ein paar Salven rauf hier. Sieht man mal, wie der feuert. Jetzt habe ich natürlich, weil er angehalten hat, nichts getroffen, aber er könnte ja noch hier sein. Ich habe einen Treffer gemacht, also ist der da hier irgendwo. Schießt mal ein bisschen kreuz und quer rein. Ich kann es mir leisten, warum auch nicht. Ich nehme den hinteren erstmal. Da hört man so bam, 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 bam. Das ist bestialisch, echt. Wie sieht's denn hier aus? Ich sage, dieser Everazer da. Du hast dich verraten, Schwein. Irgendwo hier ist er. Ich muss den sehen. Oh, jetzt habe ich was abbekommen.
Man hört's. Es klingt nicht gut. Es klingt nicht gut. Jetzt ist die Frage, von wo bin ich beschossen? Es könnte... Scheiße, ich stehe hier echt blöd. Ich muss zu meinen Leuten zurück. Jetzt habe ich dich. Hier, jetzt habe ich dich. Und auf jeden Fall, ich will ihn killen, ganz klar, weil ich mir jetzt schon so eine Mühe gemacht habe hier. Lad nach. Das geht ja fix hier. Ich denke, ich könnte mir den noch holen. Das ist es mir wert, warum auch nicht. Er dreht ab und ich werde beschossen. Das ist natürlich jetzt unclever. Ich will aber auch eigentlich das Schiff ein bisschen zeigen. Also eher auch die Feuerrate, darauf will ich hinaus. Jetzt hole ich ihn mir. Oder? Ich hole ihn mir noch nicht. Was? Niemand anders hat ihn sich geholt. Schöne Scheiße. Cool, wir haben ganz schön was abbekommen. Ich werde hier ordentlich beschossen. Dreckschwein. Wie gesagt, das Coole ist, die Geschütze drehen sehr schnell. Von daher kann ich auch mich gleich ins Jenseits begeben, sehe ich gerade. Versucht den hier vielleicht noch zu treffen. Also wenn ich jetzt noch einen Kill machen will, müsste ich mir den hier suchen, weil da wäre ich ganz gut beraten. Shit. Achtung, kritisch beschädigt. Ja, mit Kills läuft es jetzt gerade nicht so gut, aber es lief gut. Das kann ich euch versichern. Problem gelöst. Oh fuck! Oh, St. Louis. Ich muss zusehen, dass ich jetzt vielleicht wirklich heftige Brände empfache. Ausfälle verursache. Der soll mich nicht killen. Er schießt natürlich auch die ganze Zeit, ist klar. Ich bin auch mit Sicherheit gleich hinüber. Wenn ich ihn natürlich noch in Brand setze und er wirklich verreckt. Jetzt dreht er ab, weil er nicht verrecken will. Aber vielleicht kriege ich noch meinen Kill hin hier. Meinen von mir gewünschten Kill. Ich fahre eh noch eine Runde, weil ich das Ding richtig mag. Ich stehe wirklich voll auf dieses Schiff. Also echt. Und jetzt aber Feierabend. Endlich mal ein Kill. Schöne Sache. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Puh, wie sieht's hier aus? Alles gut. Einfach weiterschießen. Allzu lange werde ich es eh nicht mehr überleben. Von daher versuche ich jetzt hier noch ein paar Brände zu entfachen. Und da hat's mich zerfetzt. Gut, machen wir noch eine Runde. Die wird hoffentlich noch interessanter. Bis gleich. Runde 2 steht jetzt an. Mal gucken, wie ich mich jetzt schlagen werde. Ich versuche wirklich mein Bestes zu geben. Diese Karten kenne ich. Eine von den Karten, da kommen die Gegner immer genau dort, wo ich mich als Erster irgendwie hinbegebe. Ich werde trotzdem jetzt mal ein bisschen hier um A rumcruisen. Obwohl, nee, genau das ist der Fehler, wenn ich mich recht entsinne. Ich fahre erstmal nach links. Denn ich glaube, hier war das immer, wo ich dann denke, ah, fährst du mal vor. Und dann, wuff, habe ich so viele im Gesicht, dass ich mich kaum noch halten kann hier. Im Sinne von am Leben halten. Deswegen begebe ich mich jetzt hier nicht hin. Ich brauche ein bisschen langsamer erstmal. Gut, langsam fahre ich ohnehin. Aber ich meine halt noch einen Ticken langsamer. So, wie sieht's aus hier? Oh! Der fährt ja noch gar nicht. Und hatten wir einen, der war das ganze Gefecht AFK. Haben wir erst zu spät mitbekommen, dass er sich kein Millimeter bewegt hat. Das war der Knaller. Aber gut, jeder wie er will. Das war scheiße, aber was willst du machen? Hier tauchen ein paar auf. Es könnte sein, dass bei C mehr sind. Also drehe ich jetzt erstmal. Time for the Bacon! Und begebe ich doch zu A. Ich werde aber versuchen. Oh, jetzt fährt er doch. Fährt er? Fährt er gar nicht. Ich schieße immer. Fährt er. Feuern Sie nicht auf Ihre Verbündeten! Der schläft ja. Wenn er jetzt reagiert, dann. Das ist auch klar. Thank you.
imperialische Streitkräfte entdeckt. So, da haben wir sie ersten. Ich schätze mal, 5 werden es sein. Könnte mir gut vorstellen. Ich hätte ihn jetzt nicht gekillt, keine Sorge. Ich mache manchmal so einen Schuss vom Bug. Ich habe ihn was jetzt auch noch getroffen damit. Wenn ich ihn killen würde, würde er sowieso Reparaturkosten bekommen und ich würde Strafe erhalten. Von daher ist das unsinnig. Deswegen bin ich kein Teamkiller. Sieht blöd für mich aus, weil die natürlich alle auf uns gerichtet sind. Und meine Reichweite ist einfach nicht hoch genug. Ich könnte versuchen, durch B zu fahren. Und versuche mal da zu cappen. Ich glaube, das ist so ein Plan, den ich jetzt gerade habe und auch durchführen werde. Und da bringt es ein bisschen mehr. Obwohl hier nicht viele sind. Ich meine, ich könnte natürlich die ganze Zeit hier auf Flower Lord oder Flower Lord schießen. Hier haben wir noch einen. Und noch einen. Es wird voll hier. Hier ist wieder richtig was ab. Am Abgehen, sagen wir so. Aber ich will hier hin. Tschüss. Schon der erste. Zweite. Eieiei. Also das ist jetzt schon ein bisschen blöd. Er schießt schon. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Gerade tierische Ruckler, warum auch immer. Das ruckelt gerade richtig bestialisch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht stirbt mir auch einfach mal eine Festplatte hier. Die Salve geht hinüber, aber die nächste muss sitzen. Ich muss drehen und zusehen, dass ich hier wegkomme. Treffer welche erhalten, aber es hält sich in Grenzen. Jetzt wird er wahrscheinlich versuchen, mich rauszufummeln hier. Aber ich werde mich hier auf dieses Ziel konzentrieren. Damit bin ich auch ein bisschen besser bedient. Kann er weitermachen hier, ist mir scheißegal. Jetzt müsste er eh erstmal hinter der Insel, um die Insel rumfahren. Schneller feuern. Ich muss auf jeden Fall schneller feuern und den auch wegkriegen hier. So, er dreht ab. Wenn ich jetzt richtig dicke Eier hätte, würde ich sagen, ich cappe. Aber eigentlich traue ich mich das gar nicht. Im Gegenteil, ich versuche jetzt den hier zu verfolgen, um nicht zerschossen zu werden. Und da muss ich ganz schön rudern hier. Hier schon wieder. Der müsste gleich hier durchkommen, aber ich werde vorbeifahren. Denke ich. Und jetzt fährt auch noch eine Insel. Hier sind Hits drin, immerhin, er dreht ab. Er hat auch noch St. Louis. Das heißt, er könnte mir theoretisch ja nicht ausweichen, weil ich ja mithalten könnte. Und das relativ leicht. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Das ist scheiße, ich werde gefliegt. Jetzt will er natürlich noch alles geben, weil er sich denkt, ich werde hier eh gleich verrecken. Das ist doch absolut unclever. Ich meine, ich habe bessere Matches gehabt. Ist scheißegal. Ich muss mir nicht wirklich was beweisen hier, ehrlich gesagt. Jetzt ist das wieder dieses... Man wird gierig.
will noch ordentlich raufhalten, aber ich denke, die nehme ich noch mit. So, wenn ich jetzt abbrennen werde, ich werde verenden, ich weiß es. Versucht mit Schlängellinien hier rauszukommen. Das ist wirklich so verdammt knapp. Ich denke fast, er wird überleben. was für ein Scheiß. Die Karte ist aber oft so. Wie können wir kurz vor dem Sieg stehen? Verstehe ich nicht. Manchmal bin ich auch ein bisschen daneben, aber Problem hier. So, wir gucken noch ein bisschen zu hier. Mal sehen, wie die anderen sich so machen. Hallo? Motherfucker-Team, was hat er für Probleme? Normalerweise haben wir uns relativ gut geschlagen. Ich hatte hier vor 2 Stunden oder so ein Match. Da hatten wir weniger, war die Gegnerschaft weniger. Ich glaube, das waren 4 weniger. Oder 4 oder 5 weniger. Echt, und wir haben die natürlich ziemlich schnell weggeraucht, aber einer von denen mit seinem Schlachtschiff, wirklich wie Lord Eisenhoden, einen nach dem anderen weggefetzt, weil er sich dann irgendwann hinter so einer Insel verbarrikadiert hat, Breitseite immer gestanden hat und jeder, der vorbeikam, den hat er weggefetzt. Das war ziemlich clever gemacht, muss man wirklich zugestehen und auch eingestehen. Also der hat es gut gemacht und er hat sogar überlebt. Es lief einfach ab, weil wir dann natürlich ziemlich schnell unsere Punkte zusammen hatten. Jetzt lief das nicht so gut. Trotz allem, glaubt mir, wenn ich sage, das St. Louis Kreuzer ist eigentlich richtig fetzig. Wahrscheinlich habe ich jetzt heute schon zu viel gespielt und bin jetzt nicht mehr ganz so fit oder so. Aber ich kann versichern, ich habe auch Screenshots davon. Okay, ich habe es gerissen mit dem Teil. Weil die Feuerrate ist einfach immens, ne? Müsst halt nur aufpassen, ihr kommt halt nicht, also ihr habt halt eine ziemlich geringe Reichweite. Im Gegensatz zu vielen anderen. Und ja, ansonsten wäre es das gewesen hier. Danke fürs Zuschauen. Es war jetzt nicht das Knall-Gameplay, aber ihr wisst ungefähr, wie man es machen kann, wenn man richtig gut ist. Ne? Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.